young and we didn't wanna be exposed. Even though it was cold, we were never wearing proper clothes. Always trying to be cool, trying to be those bad. Moin und herzlich willkommen, weil es wieder heißt, der Flachlandradler ist unterwegs. Und ich bin wieder richtig unterwegs, wie ihr seht. Mein Reiserad ist gepackt, richtig viel drauf. Aber ich sag so viel, es ist noch nicht die Sabbatical-Reise, sondern eine Generalprobe in Dänemark. Ich stehe hier an der großen Beltbrücke, ein tolles Bauwerk, was die Dänen hier geschaffen haben. Ja, von hier aus werde ich jetzt eine schöne große Tour starten, circa 4 Tage lang, 3 Tage im Zelt. Ja, es wird wirklich Generalprobe, es ist pustig, es kann regnen, also alles dabei. Also ich habe mir jetzt ausgesucht, zu Ostern diese Tour zu machen. Ich hätte auch irgendwo in Deutschland bei viel wärmeren Temperaturen fahren können, aber ich habe mir das hier ausgesucht. Ja, ich bin hier aus der Insel Seeland, wo auch Kopenhagen drauf ist, aber da werde ich nicht längs fahren. Ich werde andere Städte besuchen und kleine Orte. Ich hoffe, schöne Plätze zu finden zum Zelten. Ja, es wird auch teilweise kalte Nächte geben, also absolut ideal, um das zu starten, diese Generalprobe. Viel Regen soll es zum Glück nicht geben, aber wie gesagt, es ist nicht ausgeschlossen. Es ist echt frisch, frischer Wind. Ja, doch, das wird heute so ein bisschen der Knackpunkt werden. Ich werde viel gegen den Wind heute fahren, aber das kann ich mir sonst ja auch nicht aussuchen. Also werde ich jetzt hier starten. Insgesamt werden es irgendwie 370 Kilometer auf 4 Tage verteilt, also richtig. Gute Kilometer werde ich machen, schöne Kilometer hoffe ich auch. Die Sonne, ja, die wird nicht den ganzen Tag heute bleiben. Leider, leider, aber was soll man machen? Aber schlechter hätte es auch treffen können, dass man gar nicht los kann oder es ist richtig störend. Es ist zwar pustig, aber ich werde es schon schaffen. Naja, also geht's los mit dem Reiserad auf kleiner Reise auf meine Generalprobe, nenne ich es mal wirklich, in Dänemark. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei. Cigarettes behind the school, always trying to be cool, trying to be those bad guys, you know. I still think about what we had when we were younger. We were never running out of time. As long as we had each other, oh, everything was black and white. Driving in a car, never knowing how far we go. When we were younger, oh, when we were younger. I remember a girl, I would sneak into her parents' house. I could stay for hours, and we looked into each other's eyes. Hey, I thought I was Romeo, I was looking for my Juliet. And as soon as I left, I told my friends. Those days made me who I am. When we were younger, we were never running out of time. As long as we had each other. Ich bin schon bei Kilometer 20, habe doch schon einiges geschafft gegen den Wind, ja, auch nicht zu kämpfen. Die Strecke war so lala, bin aus der Stadt rausgefahren, über Land, über Landstraße. Ja, und jetzt komme ich gleich wieder in die nächste, ja, unaussprechliche Stadt. Also hat auch schon wieder so einen Zungenbrechernamen. Das brauche ich jetzt wohl nicht sagen, dass ich jetzt hier nicht so gut Dänisch kann, um das auszusprechen. Ihr werdet sehen, ich werde es immer einblenden. Ja, es läuft ganz gut. Also ich hätte gedacht, läuft schlechter, gerade gegen den Wind, weil das Training irgendwie nicht so richtig lief dieses Jahr, Wochenends. Ihr habt es gesehen, ein paar Touren habe ich gemacht, aber entweder keine Zeit oder war viel Regen, Sturm. Das war bis jetzt immer nicht so gut, aber es läuft, muss ich sagen. Ja, und was auch läuft, ist eine neue Kamera. Ja, die Insta360 Ace Pro habe ich mir jetzt auch geholt. Ich wollte für die große Reise noch irgendwie eine andere Kamera haben mit der GoPro.
Ja, auf jeden Fall als Zweitkamera immer gut, aber irgendwie, ja, ich habe mir die 12er auch noch geholt. Ja, die soll dann jetzt als Schlechtwetterkamera wahrscheinlich dienen. Die habe ich im Windschwan eingepackt, habt sie mit. Aber die Hauptkamera wird wohl die Ace Pro, vor allen Dingen auch im Dunkeln, wenn es dunkler wird. Ja, da wollte ich jetzt doch mal eine andere Kamera haben, weil die GoPro hat da irgendwie keinen Zweck im Dunkeln. Und auf meiner großen Reise komme ich bestimmt auch ab und zu mal in die Dunkelheit hinein oder in die Dämmerung oder in die Mittsommernacht. Das werden wir sehen. Ich hoffe, dass es funktioniert mit der Kamera. Bis jetzt läuft's. Vielleicht habe ich noch die ein oder andere Einstellung noch nicht richtig. Das werde ich zu Hause sehen. Ja, verzeiht's, falls irgendwas verkehrt läuft mit Ton oder Bild vielleicht oder noch Wackler drin sind. Das werde ich noch ein bisschen rumspielen müssen. Dafür ist diese Tour ja auch gedacht. Also, ich fahre weiter. Ja, ich habe noch 25, 30 Kilometer mindestens noch voll gegen den Wind. Dann habe ich so eine Stadt erreicht und dann gehe ich nach Norden. Dann habe ich ihn endlich als Rückenwind. Ja, die Sonne verschwindet auch so langsam. Ja, das wird nicht so super toll werden. Das Wetter, es sind jetzt 7 Grad oder so. Also auch nicht recht warm. Aber mach hier sonst eventuell regnen. Auf jeden Fall wird es jetzt wieder mehr grau. Schade, aber man, wir haben Ende März, da kann man noch nicht alles Mögliche verlangen. Es kann sogar noch Schnee fallen, wenn das soll, aber tut es zum Glück nicht. Es geht eine Reise und die mache ich jetzt auch, also geht es jetzt auch weiter. Hey, I thought I was Romeo. I was looking for my Juliet. And as soon as I left, I told my friends. Those days made me who I am. When we were younger, we were never running out of time. As long as we had each other. Kilometer gefahren, kleine Pause ist fällig durch diesen Gegenwind, da muss man auch nicht powern, kriege ich jetzt doch Hunger, also Snackpause. Ich habe jetzt noch bis zum Ende, ja, soll ja 90 Kilometer ungefähr heute werden, sind also noch 58, jetzt ungefähr die Hälfte noch Gegenwind, also sollte ich eigentlich ganz gut schaffen. Ja, jetzt wo die Sonne wieder weg ist, da ist es auch wieder ein bisschen frischer, deswegen habe ich mir auch eine schöne windstille Ecke jetzt hier ausgesucht, hier geht's. Also super warm ist es nicht, also bei 7 Grad ungefähr bleibt das jetzt. Viel, viel wärmer wird das nicht, den ganzen Tag so nach Wetter-App zu urteilen. Ja, aber ich hab's ja gewusst, das ist die Generalprobe halt. Auch mal bei kälteren Wetter, pustig. Vielleicht mach hier sogar noch ein bisschen Regen, werde ich sehen. Aber ich schnack erstmal noch, ich habe noch ein paar Schnittchen hier von zu Hause mitgebracht. Die werde ich jetzt erstmal essen. Also Mahlzeit. Und dann geht's weiter. You always said we were the good ones. Like an 18-minute thriller movie. I always knew you always meant it, but now we're standing on the bedside too.
Der zweite große Gutshof oder Schloss, was das hier ist, ja, oder Burg, Holsteinburg heißt das hier. Ja, also Burg, so mitten in der Landschaft, da ist eigentlich gar nichts und auf einmal kommt so ein Riesenteil hier. Ja, sieht auch wieder toll aus, war auch wieder gut erhalten. Ja, also sieht schon klasse aus, erwartet man auch wieder hier nicht so mittendrin. Ja, vielleicht weil Kopenhagen ja hier mit auf der Insel ist, da sind die guten Leute damals auch hier. Haben die hier gewohnt? Ja, also ich fahre weiter. Ich bin jetzt bei Kilometer 39. Ja, es geht eigentlich ganz gut. Die Sonne, ja, die kommt doch mal wieder raus. Ich hätte gedacht, es bleibt grau. Aber naja, Wind, man kommt gegen an. Absolut. Schon fast zu warm angezogen. Aber wie gesagt, wenn du eine Jacke aufhast oder so, dann zieht das richtig durch. Also, das lasse ich lieber. Vielleicht schütze ich jetzt noch ein bisschen mehr, bis ich den Rückenwind habe und dann kann ich vielleicht mal eine Jacke oder so ausziehen, aber weiter geht's. Hier von der Holsteinburg geht's Richtung, ja, Südosten. Bin ein gutes Stück weitergekommen. Besonderes war da jetzt nicht. Ja, ich musste jetzt auf die GoPro wechseln, weil es fängt an zu regnen. Ich habe auch schnell Regenklamotten angezogen und ich habe noch eingekauft hier in diesem Ort. Ja, schade, hier gibt es nichts so Überdachtes. Jetzt habe ich da hinten so eine kleine Hütte. Da ist die Bank zwar so leicht unter Dach, aber geht genau der Wind drauf, so dass sie auch nass ist. Aber auf der anderen Seite kann ich zumindest stehen. Ja, ist nun mal, bei Regenwetter war ja auch so angesagt, dass es tröpfelt. Also mehr ist es auch nicht. Also es, bis jetzt bin ich noch nicht doll nass. Aber ich habe es sicherheitshalber sowieso angezogen, weil ich sowieso angehalten habe am Laden. Also der hat hier nämlich auf. Einige haben auf, nicht alle. Aber Lebensmittelgeschäfte haben hier auch Karfreitag. Ja, auch Ostersonntag und Ostermontag auch auf. Also es ist alles relativ einfach hier in Dänemark, sich zu ernähren. Ich habe jetzt, ja, ein kleines Snack mitgenommen. Ja, und was für heute Abend, schon mal ein bisschen Nudelsalat, was Kaltes. Ja, ich habe zwar auch den Kochutensilien mit und den Trangia, aber ob ich den benutzen werde, weiß ich nicht. Jetzt habe ich schon ein bisschen was mit, was Kaltes für heute Abend. Also jetzt mache ich erstmal so ein Sandwich, habe ich mir geholt. Das werde ich jetzt zerdrücken. Und dann geht es weiter hier in diesem Örtchen. Ja, und dann gehe ich auch bald weg von der Ostsee und habe Rückenwind. Dann ist der Regen ja auch nicht mehr so schlimm. Also, dann geht's gleich weiter. Got your back.
I could never live with that. Oh, I never meant to hurt you, but I hurt you, so sorry for that. Now you need space, I get it, like you said, it's alright. So I'm counting all the days till you come around to show me what you found. Since breaking from this misery, I wish that you could see me now that you're gone. Cause you need to be alone, away from my chemistry. I just hope you'll end up knowing that I'm meant to last. I'm counting all the days till you come around. Or will you come around? Or will you come around? Oh, I never meant to hurt you. Or will you come around? Jetzt bin ich schon wieder in so einem kleinen Stadt, ja, den Namen kann ich wieder nicht aussprechen, also das ist sehr kompliziert, will ich auch gar nicht erst versuchen, aber richtig schön anzusehen hier, also so ein kleiner Stadtkern ist hier, bisschen älter wahrscheinlich alles, aber toll gelegen hier, so ein Kanal, die Brücke ging ja gerade eben zur Seite und ja, war richtig schön, nur die Sonne hat gefehlt. Ja, der Regen, der hört leider noch nicht auf, eine Stunde oder so bleibt das noch. Es tröpfelt eben so mal so vor sich hin, also nicht viel. Es langt man gerade so, um alles ein bisschen nass zu machen, die Straße. Also ich trockne eigentlich schon wieder zwischendurch ab, bis die nächsten Tropfen bald kommen. Aber naja, also es nervt natürlich ein bisschen, aber es funktioniert. Jetzt habe ich sowieso Rückenwind. Ja, hoffe ich jetzt auf die letzten 25 Kilometer. Ja, 25 Kilometer habe ich nur noch. Deswegen habe ich diesen Schlenker hier reingemacht. Das war gar nicht geplant, dass ich hier reinfahre. Ja, aber hat sich ja gelohnt. Und jetzt verlasse ich die Nummer 8, den Ostsee, den dänischen Ostseeküstenradweg. Ja, und fahre eine selbstgeplante Route jetzt ins Landesinnere wieder, weg von der Küste. Ja, wird ja wohl funktionieren. Also bis jetzt läuft es übergut, finde ich, weil es ist kurz nach 2. Wie gesagt, 25 Kilometer noch zum Zeltplatz, den ich ausgesucht habe. Also ich hätte es nicht gedacht, deswegen habe ich eigentlich nur 90 Kilometer. Hört sich auch wieder, was heißt hier 90? Nur dennoch dieser Wind, aber ich muss sagen, es läuft trotz meiner eher schlechteren Vorbereitung dieses Jahr, aber es hat ja wohl gelangt. Also es lohnt sich immer noch mal im Winter auch auf der Rolle weiterzufahren, auch wenn das vielleicht indoor nicht so viel Spaß bringt wie draußen. Es hat sich bis jetzt gelohnt, das merke ich total. Und jetzt ja, werde ich weiterfahren. Vielleicht noch hier ein bisschen ja, durch die Stadt schlendern, weil ich habe noch so viel Zeit, warte den Regen vielleicht noch ein bisschen ab. Denn das Zelt aufbauen, das will ich nicht im Regen, weil das soll ja auch aufhören. Okay, dann geht's jetzt weiter, ja, Richtung jetzt Norden, würde ich sagen, und Rückenwind. Eigentlich ganz schön zu fahren hier, wenn da dieser, naja, Regen mal wieder aufhören würde. Es nieselt immer noch so ganz leicht. Es ist immer noch grau. Ob die Sonne noch überhaupt rauskommt, ist die Frage. Aber jetzt stehe ich hier auf so ein schönes Flüsschen. Ja, viel Kanu wird hier, glaube ich, gefahren. Ich bin hier so ein Kanu-Einsatzplatz hier. Hier ist bestimmt im Sommer was los. Ja, aber jetzt nicht bei dem Wetter. Ja, außer ich fahre hier längs. Aber es ist jetzt irgendwie so ein eingeschnittenes Tal. Das fahre ich jetzt hier entlang, ein bisschen oberhalb, konnte man schön runter gucken ins Tal, zu den Flüsschen.
was sich hier echt richtig gut windet, unbegradigt, richtig toll. Ja, Wassersport ist, glaube ich, hier ganz groß geschrieben. Aber jetzt ist ruhig. Ich fahre hier ruhig weiter. Ich bin total am Bummeln. Ja, ich will endlich mal diesen Regen loswerden. Dieses ganz leichte Geniesel. Es nervt ein bisschen, macht eigentlich mehr richtig nass, aber es muss doch nicht sein. Naja, weiter geht's durch dieses Tal. Life was great till you added colors. Like the moon is the snow, we don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you. I just want you, I just need you, I don't know what it is you do. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. Geschafft. Ich bin angekommen an den Zeltplatz, an den ich wollte. Am See. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Torosee? Torupsee heißt er, meine ich. Ja, den hatte ich schon mal entdeckt auf der Karte. Ich dachte, da musst du unbedingt mal hin. Und dann habe ich das hier drüber geplant. Und ja, hier bin ich jetzt schön speziell mitten am See. Ja, Wetter wird jetzt auch richtig gut und ihr seht hinter mir, in dem Moment, wo ich angekommen bin, waren jetzt auch zwei Kanufahrer hier. Ich glaube, die werden hier auch übernachten. Ist ja egal, ist ja auch für alle da. Ich weiß noch nicht, wo ich das Zelt aufbaue. Vielleicht gerade hier, wo ich jetzt hier sitze, unter den Bäumen. Vielleicht wollen wir mal gucken. Erstmal kurz entspannen. Das waren 96 Kilometer ungefähr. Nichts Schweres fand ich. Es waren zwar ein paar kleine Stiche bei, aber die sind nach 50 Metern vorbei. War richtig gut. Ja, aber ich sag noch nicht mehr, weil ich werde jetzt erstmal das Zelt aufbauen. Und dann schaue ich mal, was hier noch passiert. Bisschen was essen. Jo, und den Abend genießen, weil es dauert noch, bis es dunkel wird. So, das Zelt ist aufgebaut. Schönes Plätzchen hier. Einfach nur genial hier an so einem See. Warm ist es nicht gerade, ich habe mich schon dick eingemummelt hier, dicke Jacke an und viel drunter, aber das ist einfach nur klasse hier. Es ist einfach wieder nur möglich in Dänemark. Ja, im Sommer wäre es natürlich schöner, dann könnte man hier auch richtig schön baden. Ich glaube, hier gehe ich nicht rein, weil es ist sehr flach hier. Man kann den Grund ziemlich weit raus sehen, also das bringt nicht viel. Also Eisbaden macht hier keinen Sinn so richtig, das ist viel zu kalt, wenn man viel zu lange rauslaufen müsste oder so. Ah ja, okay. Aber Katzenwäsche geht ja immer. Und ja, dieses Übernachtungsplätzchen, ja, die zwei haben sich auch jetzt ein riesen Zelt da aufgebaut. Ja, hoffentlich sind die heute Nacht nicht so laut, denn ich bin richtig müde. Ja, das hat mich ja nicht geschafft. Aber letzte Nacht habe ich auch schon unruhig geschlafen, weil es wieder aufregend war, loszukommen. Auch wenn es nur für diese 4 Tage war. Aber oh, ich werde bestimmt wieder gut schlafen. Ja, die Temperaturen heute Nacht. 2 bis 5 Grad sind vorhergesagt, so ungefähr wird es irgendwo laufen heute Nacht. Deswegen habe ich auch den Down-Schlafsack mit. Den werde ich wahrscheinlich auf meiner großen Reise nicht mitschleppen. Ja, aber der ist das Einzige, was ich wahrscheinlich nicht mitnehme auf der großen Reise. Das werde ich tauschen gegen normalen. Wenn es dann vielleicht nochmal eine kalte Nacht wird, kann man sich ja noch auch einen Schlafsack dicker anziehen. Aber heute weiß ich, dass es kühl wird, also habe ich den mit. Das ist, was ich austauschen werde und andere Equipment
Hat sich halt nicht gut bewährt, auch die Regenhose wieder heute. Richtig klasse hat das funktioniert. Nicht zu kalt, nicht zu warm. Ja, ich habe ein bisschen mehr ausgegeben jetzt für Regenklamotten. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, wer billig kauft, der kauft zweimal. Wie immer. Also, naja, die letzte, meine letzte Regenjacke war auch teuer. Die hat jahrelang gehalten, aber irgendwann ist die dann auch mal auf. Die war bestimmt bald, ja, was, fast 10 Jahre alt. Aber irgendwann gibt es auf. Bei billigen ist es manchmal schon nach einem Jahr. Also, wenn das jetzt wieder 10 Jahre hält, dann klappt das. Ja, die Tour heute, ja, landschaftlich so lala. Ich finde, es waren nicht gerade die großen Highlights. Die Burgen waren so ein bisschen überraschend dazwischen. Viel zum Strand ist man nicht gekommen. Oh, und ich war überrascht, wie schnell ich auch war. Gegen den starken Wind, der jetzt zum Glück nicht mehr ist. Es ist nur noch so eine leichte Brise, aber die ist sehr, sehr kalt. Ja, ist halt noch Ende März, Ostern. Ich finde es klasse, dass es funktioniert. Ja, also mal sehen, wie nass das alles morgen ist, wie kalt das morgen ist, das Zelt. Ja, ob ich das ausgehalten habe da drin. Aber ich habe schon mal bei 0 Grad schon mal übernachtet in den Schlafsack. Es funktioniert. Ja, es kann ruhig frieren, es funktioniert trotzdem. Ja, richtige Klamotten habe ich hier alle mit. Es war schwerer als sonst, definitiv. Ich habe so ungefähr noch 95% das mit, was ich mithaben will. Bei der großen Reise kommt noch ein bisschen was dazu. Ganz kleine Sachen, die man jetzt wirklich nicht mit braucht. Ja, zurück zeigen, ja, brauche ich das auch nicht, was ich da mit habe. Trangia habe ich mit. Aber ich habe auf Gas umgestellt und sonst, was ich sonst auch immer mit habe. Klamotten ein paar mehr. Ja, müsste ich jetzt nicht unbedingt alle mit haben, aber ich habe es ziemlich vollgepackt. Ja, damit ich heute schweres Gepäck mit habe. Und nur Essen kriegt man hier in Dänemark natürlich überall. Aber ich habe auch noch einiges mit, falls ich nochmal kochen möchte. So eine Fertigsuppe oder Nudeln, die habe ich mit. Aber wie ihr wisst, ich habe nicht viel Lust zu kochen, hier zu sitzen am Trangia. Ja, es langt mir so, wie es ist. Ja, es ist nochmal ein schöner Abend geworden. Richtig klasse, es reißt nochmal auf. Deswegen wird es ja auch noch sehr kalt. Morgen sieht es nach ein bisschen besserem Wetter aus, wieder starker Wind, aber hauptsächlich als Rückenwind. Bisschen wärmer. In Deutschland werden über 20 Grad morgen, aber ich habe es mir hier ausgesucht. Ja, und das wird wohl auch funktionieren. Da geht es stark nach Norden bis zur Ostsee. Ja, bis zum Fjord oder so, da ist wieder so ein Zeltplatz, da möchte ich morgen hin. Wenn ihr das auch noch sehen wollt, dann seid ihr wohl beim nächsten Teil dann auch wieder dabei. Heute ist vorbei, ich werde nicht alt, ich werde jetzt hier aufessen. Das war's denn. Ah, ich hoffe, es hat dann gefallen. Schöne Bilder hat es da gegeben. Dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen. Ja, euer Flachlandradler. Viel Spaß noch, schönen Abend noch. Was er so noch macht. Ich werde hier noch essen. Das war's. Definitiv. Ja, tschüss. Tolles Flair hier. Richtig geil. Das ist auch sehr lecker.